www.petition.com. Da kommt ihr mit einem Klick auf die Petition. Wäre toll, wenn ihr unterschreiben würdet. Danke. Vielen lieben Dank. Damit kann man natürlich nicht so viel Geld machen. Deswegen wissen wir ja auch, warum das verboten werden soll. Und Big Tech Pharma lässt grüßen. Ich denke, wir schneiden es. Jetzt haben wir noch ein paar liebe Worte von der Ellen. Die kann uns noch was sagen zu den Impfstoffen. Da gibt es gerade ein Pamphlet, was rausgegeben wurde. Und ich denke, das spricht auch für sich, was sie uns da vorliest. So, hallo Pforzheim. Also, ich war heute Morgen an meinem Briefkasten und jetzt muss ich sagen, geht es mir richtig gut, denn mein Land Baden-Württemberg hat sich an mich als Bürgerin gewandt und hat mir alle Sorge genommen. Die ersten Impfstoffe zum Schutz vor dem Coronavirus sind da. Hurra, hurra! Sie sind der Schlüssel, Obacht, sie sind der Schlüssel für die von uns allen ersehnte Rückkehr zum gewohnten Leben. Jetzt freut euch aber nicht zu früh. Auch wenn die Lieferungen sich zunächst in engen Grenzen halten und die meisten von uns daher zunächst weiter geduldig bleiben müssen, die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat immerhin seit Dezember 2020 die ersten beiden Covid-19-Impfstoffe innerhalb der Europäischen Union zugelassen. Baden-Württemberg hat daraufhin am 27. Dezember unverzüglich mit den Impfungen begonnen. Also es kann sich nur noch um Jahre handeln. Was mich aber am meisten beruhigt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Impfstoffe sind ein Meilenstein in der Pandemiebekämpfung. Sie sind getestet, verträglich und sicher. Es geht noch weiter. Den strengen Qualitätsanforderungen des europäischen Zulassungsverfahrens sind sie gerecht geworden. Mit ihnen stehen also wirksame Mittel zur Verfügung, um uns vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen. Wir bitten Sie alle sehr herzlich, lassen Sie uns gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, lassen Sie uns sich impfen. Vielen Dank. Ich glaube, jeder macht sich seine eigenen Gedanken dazu. Wir haben noch einen ganz wichtigen Beitrag für morgen, weil morgen brauchen wir euch wirklich, ihr Staatsmacht. Wir haben morgen ein Autokorso, da brauchen wir jeden von euch, da werden wir richtig ungemütlich. Und jetzt hat der liebe Bernhard da noch ein bisschen was zu sagen, weil der hat das Ganze nämlich initiiert und angemeldet. Ist hier schon mal vorab ein Riesenapplaus für Bernhard. Also, liebe Leute, erstmal danke, dass ihr mich morgen unterstützen wollt. Ich habe etwas Bestimmtes vor, wo es in eine Richtung geht. Ich glaube, das könnte richtungsweisend werden. Wichtig ist, dass ihr alle kommt. Ganz wichtig ist, dass mir, wenn hier Rechte oder Linke rumrennen, solche Extremisten, die kann ich gar nicht gebrauchen. Und jeder sollte darauf achten, dass hier keiner rumrennt mit irgendwelchen Fahnen. Weil das, was ich vorhabe, ich hoffe, dass es einschlägt wie eine Bombe. Mir stinkt es, dass hier, wenn ich hier rumschaue, letzten Samstag war ich hier, habe da hingeguckt und habe gesagt, das kann es nicht sein. Hier sterben die Unternehmer. Und das hat mich darauf gebracht, dass ich gesagt habe, wir müssen die Unternehmer auf die Straße bringen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was in dieser Woche passiert ist. Morgen werden Leute da sein, ich weiß es nicht, wenn die nur ansatzweise alle kommen, die sich da gemeldet haben, wird es eine Riesenveranstaltung.
Um was ich bitten möchte, an die Polizisten da hinten. Ich brauche euch morgen genauso wie euch alle hier. Und ich bitte darum, dass wir fair behandelt werden. Ich werde alles dafür tun, dass alles in geordneten Bahnen abläuft. Weil ich schlafe schon seit 5 Tagen nicht mehr. Was? Glaub mir das, es ist so. Ja, du kannst, es ist egal, was du denkst. Jeder darf denken, was er will. Ich zitiere jeden. Im Prinzip geht es hier darum, ich möchte den sozialen Zusammenhalt wieder fördern, dass hier jeder für jeden wieder dasteht, wenn es ihm schlecht geht. Das zählt für alle Unternehmer. Genauso wie jeden einzelnen Bürger. Wir sind Bürger dieses Landes und dieser Stadt und mir liegt die Stadt hier am Herzen. Also, ich bitte darum, dass ihr morgen alle da seid. Vielleicht werden wir was ändern können. Ich glaube fest daran. Ich habe auch einiges riskiert hier. Ich habe auch schon Drohanrufe gekriegt, dass man mich platt machen will mit meiner Firma. Ganz ehrlich, die Kreuz. Da passt viel drauf. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Bernhard, du hast uns aus der Seele gesprochen. Und natürlich wollen wir auch die Brücke schlagen, immer wieder zu den Polizisten. Ihr seid herzlich auch zu uns eingeladen, so wie ihr jetzt heute auch heute zahlreich erschienen seid. Wir wollen uns auf jeden Fall nicht spalten lassen durch keine Maßnahme von uns oder von euch oder wie auch immer, aber ich glaube, heute kam es eher von euch aus. Ganz spontan zum Thema Impfung fiel mir ein, im Wohnpark Uldingen-Mühlhofen.